Direhorn töten. Ich wusste es. Jegliche Art von Dino sollen wir jetzt töten. Ja, gut. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt mit reinzählt hier in dieses Bonus-Objective. Oh Moment, eine Quest habe ich vergessen. Was ist das denn hier? Ach, das sind doch bestimmt so Elite-Viecher, was? Da. Gruppenquest. Gruppenquest, so wie in Burning Crusade damals. Kann man mit meinem Level schon die alten... Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo kann ich das denn sehen? Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Island Expeditions doch nur auf Max-Level, oder? Also ich habe nichts davon gehört, dass die auch während des Levels schon sind. Also ich gehe mal nicht davon aus, ehrlich gesagt. Aber ja, die will ich mir auf jeden Fall so schnell wie möglich angucken. Aber es gibt keinen Hinweis im Moment. Also ich gehe von... Oder zumindest ein späteres Level, aber noch gibt es keine Hinweise. Okay, warte mal, ich guck mal kurz. Dungeon. Was sind denn das eigentlich für Dungeons specific? Wir haben 1, 2, 3 Dungeons zur Verfügung. Und das war's. Szenario steht hier gar nicht. Also ich gehe nicht davon aus, ehrlich gesagt. Mystic Plus, ja, okay, dann gibt es einen Fehler, wir wissen es. Hier seht ihr schon, da seht ihr eben Azerite, ja. 35 Artifact Power ist natürlich, steht da noch falsch. Aber das ist halt Azerite. Und im Gegensatz zu jetzt, wisst ihr wahrscheinlich auch, wo man es ja jedes Mal aktiv nutzen muss, ist es so, dass es einfach automatisch hinzukommt und die, man sieht es hier, die ist jetzt Level 3 und die Halskette, in der so mitlevelt. Also bei den Quest-Assets wird sich, glaube ich, gerade Soul of the Seeds schon lohnen. Mal gucken. Beziehungsweise, da würde sich auch das ein Talent lohnen, ohne Pet zu spielen. Ja gut, ich habe gerade so viele Nightfall-Procs. Also Matthias, ich werde gucken, aber es sieht mir nicht danach aus. Also ich kann mir vorstellen, dass man da, wenn erst im späteren Level hin kann. Ich habe auch noch nie was gehört, dass man das schon so früh machen soll, ehrlich gesagt. Aber ich werde mich mal informieren. Vielleicht muss man da zu einer bestimmten Stelle hin. Hier gibt es auf jeden Fall genug Dinos, würde ich sagen. Und schön Shadow Fury. Man kann natürlich hier auch Unstable Affliction auf die draufsetzen, aber wenn du halt so viele Corruption verteilt hast, hast du so viele... meiner Meinung nach so viele... Nightfall Procs, dass sich das wahrscheinlich dann gerade nicht wirklich lohnt. So, jetzt heile ich mich erstmal hier durch Singularity.
Ich glaube 114 oder so, 115. Steht hier nirgendwo. Müsstest du mal bei Twitter oder bei Wowhead oder so gucken. Das ist ein vorgefertigter Charakter. Du kannst im Moment noch keine Charaktere transferieren. Und ich habe im Moment ein Item-Level von 194 und man sieht halt, das sind meine Werte hier: 25% Crit, 15% Haste, 87% Mastery. Ich würde mal sagen, die Werte sind gar nicht mal so schlecht. Haste ist halt viel zu wenig einfach. Also Haste sollte halt Minimum bei 20% eigentlich liegen und Mastery so bei 100%. Dann würde ich sagen, ist ganz okay. Aber man sieht halt, dass die Werte ja ähnlich sind wie auf dem Live-Server. Also auf dem Live-Server habe ich im Single-Target-Spec, also mit Priders und Helm, habe ich, ich meine, 25% Crit, glaube ich, 38 oder 39% Haste und 155% Mastery oder irgendwie sowas. Aber mein Charakter hätte jetzt wahrscheinlich ein Item-Level von, ich weiß nicht, 350 oder so. Also das ist auf jeden Fall relativ low, was man hier trägt. Das darf man nicht vergessen. Also, nee, das ist, glaube ich, schon ein gewaltiger Unterschied. Also, definitiv. Also, das ist wirklich so ein absolutes Standard-Starter-Gear. Weiß nicht, was das vielleicht ist. Vielleicht so, wie jetzt vielleicht Normal-Mode-Gear, so aus Antares, so 39 vielleicht. Und ich habe mit Arcano 966 und ohne Arcano irgendwie 971 oder so, wenn ich wollen würde. Von daher, ja, ist schon ein kleiner Unterschied. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Also, die letzten Addons war es immer so, dass du dein Gear nicht bis zum Max-Level getragen hast. Und gerade, ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Set-Boni vielleicht sogar schon mit 8.0 dann raus. Weil, können sie das machen? Können sie die Set-Boni entfernen? Ist halt die Frage. Wenn sie die Set-Boni rausnehmen, glaube ich, dann wird man die Items sehr schnell wechseln. Wenn die Set-Boni drin bleiben, kann es gut sein, dass man es lange trägt, ja.